Okay, dann sage ich danke, Herrn Hörmann und Herrn Dr. Stofferin. Wer jetzt noch Lust hat, ich zeige jetzt einige Organe, nicht das Organpaket, was angekündigt war, sondern schon mal das eröffnete Herz. Und dann hatte ich Ihnen ja gestern versprochen, dass ich Ihnen die ganze Leiche nochmal zeige. Das heißt, wir müssen dann den Türflügel von gestern, die beiden Herren, auf den Demotisch legen, damit ich da nochmal den Bauchsitus demonstrieren kann in toto. Okay, also nachdem wir jetzt die Präparationsschritte alle gesehen haben, für die jetzt noch weiterführen, damit ich nicht von Tisch zu Tisch gehen muss, das ist zeitlich nicht kaum drin und auch mache ich eigentlich immer. Ihr habt immer ein Problem, wenn das Herz aus dem Herzbeutel raus ist. Ihr fangt dann also an, wo ist was? Nehmt den Finger, den da, in die Vena Cava Inferior, Vena Cava Superior und lasst das Herz auf die Hand fallen. Dann habt ihr das Herz, wie es in situ liegt. Ja? Ihr müsst euch dann orientieren, die einzelnen Anteile, rechter Vorhof, die erkenne ich eben von außen durch die Vena Cava Inferior, Vena Cava Superior, rechtes Herzohr. Sulcus coronarius trennt den Vorhof von der rechten Kammer. Hier ist jetzt der Vorhof aufpräpariert. Das würde ich sagen, machen wir nächste Woche, weil das führt jetzt zu weit. Ganz wichtig ist die rechte Kammer, wie ich euch immer gesagt habe. Schaut das nach. Es bleibt ein Herz bleibt, glaube ich, in situ. Das zeige ich euch gleich nochmal an dem Türflügel. Die rechte Kammer zeigt nach ventral. Das heißt, wenn Sie also eine Wiederbelebung machen, also eine, wie heißt der Terminus? Herzdruckmassage, dann drücken Sie auf die rechte Kammer. Ja? Die liegt unterm Sternum. Die Herzspitze ist hier und wir haben hier ziemlich viel subepikardiales Fett. Daher ist der Sulcus interventricularis anterior kaum zu sehen. Aber wir wissen, dass hier die linke Kammer ist und die linke Kammer, das Herz hättet ihr ja vielleicht von oft erstmal noch präparieren können, aber egal. Die linke Kammer, wenn das jetzt hier aufgeklappt ist, dann sehen Sie, die rechte hat ein relativ dünnes Myokard, die linke das dickere. Ja, also das ist völlig klar. So ist das Herz quasi dann in situ. Wenn wir dann das Ganze nach Dorsal drehen, ist das so gelegen. Denn da, wo meine Hand ist, ist ja das Zwerchfell. Das heißt, nach Dorsal zeigt, wie der Hörmann Ihnen gerade gesagt hat, der linke Vorhof. Und hinter dem linken Vorhof liegt der Ösophagus. Sie sehen die Venae pulmonalis, die in den linken Vorhof einmünden. Ja? Und dahinter haben wir dann den Ösophagus. Wenn wir dann auf die Facies diaphragmatica gehen, dann müssen wir hier den Sulcus coronarius, der die Vorhofebene von der Kammerebene trennt, rauspräparieren, die Gefäße. Und dann kann man auch sehen, dass der Sulcus coronarius quasi in der Klappenebene liegt. Kommen wir jetzt an die Klappen ran, wenn wir in das rechte Atrium reinschauen, dann sehen Sie schon die Klappe, die Atrioventrikularklappe zwischen rechtem Vorhof und rechter Kammer. Soll ich mal meinen Finger? Da. Ja, da sind wir in der Valva Atrioventricularis Dextra, die hat drei Segel, die nennen wir auch die Tricuspidalklappe. Ja? Im rechten Vorhof müsst ihr euch dann anschauen, der ist teilweise glattwandig und teilweise muskulär. Wenn man die Crista terminalis, die die beiden Anteile teilt, da muss man sich vor allen Dingen das Foramen ovale suchen. Dazu hält man das Herz dann in Richtung Licht und da muss es dann in Richtung linken Vorhof gehen. Das heißt, es ist nicht das Foramen, sondern die Fossa ovalis ist da, wo jetzt meine Finger sind. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber bei dem großen Herzen müsste es gehen. Sieht man das? Ja. Okay, das heißt, da habt ihr jetzt die Fossa ovalis, da geht es in Richtung linken Vorhof. Also im rechten Vorhof müsst ihr die Klappe suchen, dann müsst ihr schauen, wo der Sinus coronarius mündet. Dazu muss der aber präpariert werden. Ich möchte Ihnen hier noch... Die Atrioventrikularklappe ist eine Segelklappe, während die großen Klappen in den Gefäßen, im Truncus pulmonalis und der Aorta Taschenklappen sind, Semilunarklappen. Ne? Das heißt, da haben wir die Säckchen, hier ist die geschlossene Aortenklappe zu sehen, könnt ihr die drei Klappen sehen. Und man kann dann auch sehen, das müsst ihr dann in die Hand nehmen, wo die Koronargefäße oberhalb der Klappe entspringen. Ja?
Das ist so im Wesentlichen. Was ein bisschen leider hier schade ist, die Trabecula septomarginalis ist teilweise zerstört, läuft also im rechten Ventrikel so rechts rüber und geht also von der rechten Seite bis zum Septum interventriculare. Und dann kommt die Crista supraventricularis und trennt im rechten Ventrikel die Einstrombahn von der Ausstrombahn. Okay? Also das können wir an dem Herzen sehen. Jetzt gehen wir mal in situ. Das Herz hatten wir rausgenommen, meine Damen und Herren, aus dem Perikard. Das Herz liegt in der Perikardhöhle. Wir unterscheiden ein Pericardium fibrosum. Das ist das, was wir von außen sehen. Auf der Innenseite haben wir das Pericardium serosum mit Lamina parietalis auf dem Fibrosum und Lamina visceralis oder Epikard auf dem Herzen selber. Unter dem Epikard haben wir zur Modulation mehr oder weniger Fettgewebe. Die Umschlagstellen zwischen Pericardium fibrosum und serosum sind an der Porta venosa und arteriosa, also an den großen Gefäßen. Und zwischen den Umschlagstellen ist eine Rinne, das ist der Sinus transversus. Da komme ich jetzt aber nicht rein, Herr Hörmann, machen Sie das mal. Problem, wir haben bei allen Leichen jetzt relativ viel Flüssigkeit drin. Ihr macht es am besten so, dass ihr die Leichen, wenn wir jetzt den Kurs anfangen, einmal von allen losen Organen entleert und die Leichen auf den Seziertisch abrinnen lässt. Da ist nämlich die Leichen liegen ja auf der Abflussrinne, damit die Flüssigkeit nicht tagelang da drin steht. Ja, das ist einmal mechanisch unangenehm, aber ist sinnvoll. So, bleiben wir bei den Umschlagstellen, also einmal auf den großen Gefäßen. Und da muss man wissen, dass insbesondere die Aorta, die hier relativ klein ist, dünn ist, gesund ist, der ist, glaube ich, etwas jünger gewesen noch, dass die circa 3 cm in die Perikardhöhle, 3 bis 4 cm ein. Es gibt an dieser Stelle auch ein Aortenaneurysma. Das ist die dümmste Stelle, wo man ein Aneurysma haben kann, weil das ist die schwierigste Stelle, um das Aneurysma zu reparieren. Ja? Vor der Aorta ventral, vor der Aorta liegt der Truncus pulmonalis, davor noch. Nachher ändert sich die Situation, aber erst, wenn sie dann in den Arcus geht. Hier sieht man jetzt auch, dass der rechte Ventrikel ventral liegt. Das heißt, darüber liegt das Sternum. Das heißt, wenn ich Herzdruckmassage mache, bin ich auf dem rechten Ventrikel. Sie sehen hier die Herzspitze. Wir wissen, dass wir die Herzspitze abhorchen können. Wir können aber auch die Klappen abhorchen, die ungefähr in dieser Ebene liegen, die in der Ventilebene liegen. Und die Ventilebene sehen wir dann, wenn wir das Herz aufschneiden. Hier, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Dr. Stofferin, bleibt das Herz in situ. Würde ich so belassen. Dann ist wichtig, dass ihr, ach so, eine Umschlagstelle habe ich noch vergessen, I'm sorry. Wenn ich mit der Hand um die Herzspitze fahre und dann nach Dorsal greife, da geht es irgendwo nicht weiter. Dann bin ich im Sinus obliquus, ja, auf dem hinteren Vorhof, wo wir die Umschlagstelle wieder haben. Und wenn ich meinen Zeigefinger jetzt hier hinlege, welches Organ liegt da dort, Dorsal? Der Ösophagus. In den Ösophagus kann ja, wenn ich in den ein Sonde reinschiebe, ein Ultraschallgerät, dann kann ich mir die Herzbinnenräume anschauen. Von da also quasi Betrachter, sie sitzen nicht im Kino, sondern im Ösophagus und schauen quasi in das Herz hinein. Okay, gut, wovon wird denn die Lamina parietalis des Perikards innerviert? Vom Phrenikus. Wohin werden die Schmerzen projiziert? In die Supraclavicularis, also in die Schulter, vor allen Dingen in die linke Schulter. Okay, gut. Das wäre erledigt. Damit hätten wir jetzt, eine Lunge habe ich jetzt keine, die irgendwie im Moment schön ist. Das können wir nächste Woche machen. Ich habe jetzt eigentlich vorgehabt, dazu bitte mich auch wieder aufnehmen. Jetzt bin ich beleidigt. So. Sie werden immer aufnehmen. Ach so. Kontinuierlich. Spot on. Also das beste TV ist jetzt das Tirol TV. Ich kenne ja diese ganzen Reporter aus meiner Führungsebene, aber dass die jetzt noch online im Fernsehen sind, das ist also, naja. Gut, man darf über die Medien nichts sagen, das ist wichtig. So, also, was machen wir? Wir haben hier eine eröffnete Bauchhöhle. Und das ist eine schöne Bauchhöhle. Das ist echt klasse, weil das lehrbuchmäßig ist.
Viele werden festgestellt haben, dass das Omentum majus, was hier wie eine Schürze über den Bauchorganen liegt, gar nicht da ist, wo sie es sich wünschen. Es ist aber hier da. Hier haben wir Omentum majus. Was haben wir hier? Bisschen verfettet, deshalb schwer zu erkennen, was liegt hier. Das ist das Colon transversum. Das heißt, wir haben hier die Pars supracolica und wir haben hier die Pars infracolica. In der Pars supracolica haben wir ventrales und dorsales meso. Woran orientiert sich diese Bezeichnung? Ventrales meso ist ventral von welchem Organ? Vom Magen, richtig. Dann schauen wir mal, ob wir den Magen hier sehen. Wo ist denn der? Da dürfte er sein, ja? Das ist der Magenventriculus. Der Magen hat unterschiedliche Nee, das ist nicht der Magen. Von hier nach hier? Nee. Doch, das ist alles Magen. Fundus, ach, da ist Querkopf. Entschuldigung, ja, sorry. Ja, ich stehe an der falschen Seite, ja, weil der Gallensaft hier überall. Okay, hier ist der Magen. Und ventral vom Magen liegt letztendlich die Leber mit der Gallenblase. Ist das eine Frau? Ja. Ja. Warum habe ich jetzt gefragt, ob das eine Frau ist? Fat 40. Genau, im Netter steht Fatty 40 Female, also das nennen wir jetzt Diskrimination, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Gallenblase bei einer Frau so aussieht, ist etwas größer als beim Mann. Die haben dafür andere Probleme. Ja. Also die werde ich euch noch zeigen. Okay, also wir haben hier die Leber und die Gallenblase. Von der Leber sehen wir makroskopisch die Lappen, rechten Leberlappen, linken Leberlappen und das Ligamentum falciforme hepatis. Im Unterrand des Ligamentum falciforme hepatis haben wir steris hepatis, ja? Und dann haben wir hier rechten Leberlappen, den linken Leberlappen und wenn ich jetzt bei der Leber weiter fasse, auf der Leber liegt viszerales peritoneum. Irgendwann geht es nicht mehr weiter, wo bin ich dann? Da komme ich zur Pars affixa der Leber, wo die Leber mit dem Zwerchfell direkt verwachsen ist. Das muss jeder mal tasten. So, wenn ich ungefähr hier mit dem Finger bin, welches Gefäß liegt da? Wenn ich jetzt hierhin zeigen würde, dann wisst ihr das. Die Vena cava inferior, genau. Ihr müsst euch vorstellen, das ist, da sind wir gleich im Thorax. Die geht durch die ist ja dorsal, da gehen die Vene hepaticae gleich rein. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das überlegt. Natürlich muss man sich auch die Pars affixa angucken und diese Appendices fibrose, aber wichtiger ist, dass ihr euch klar wird, wo die Vena cava inferior liegt. Warum? Weil wir beim Pankreaskarzinom da Probleme haben können an der Stelle. Ja, also diese Ecken, weil wenn ihr jetzt in die Allgemeinmedizin geht, dann bekommt ihr nachher Briefe vom Onkologen, vom Chirurgen. Dann müsst ihr das ja verstehen, das müsst ihr ja mal gesehen haben. Okay, passt. So, das ist, wenn zwischen Leber, Entschuldigung, und Magen haben wir das Ligamentum hepatogastricum. Ich hatte Ihnen das falciforme und das teres hepatis gezeigt. Der Herr Hörmann zeigt uns das Ligamentum hepatogastricum, ein Teil des Omentum minus. Der andere Teil ist das Ligamentum hepatoduodenale. Und der Finger von Herrn Hörmann steckt jetzt im Foramen epiploicum. Wo ist der Herr Hörmann mit seinem Finger? In welchem Raum? In der Bursa omentalis. Die wiederum ist ein Spaltraum im dorsalen Meso, ja? Das heißt, ein Spaltraum in der peritoneale Höhle, in der Cavitas peritonealis, dorsal vom Magen. Okay? Und hier haben wir das Ligamentum hepatoduodenale, da stecken drei Strukturen drin. Die Trias für die Leber. Die Vena hepatica, die Arteria hepatica, der Ductus cholidochus. Ja? Logisch, die müssen ja da drin sein. Warum? Weil das Ligament heißt Ligamentum hepatoduodenale. Der eine mündet im Duodenum, der andere, was habe ich denn jetzt erzählt, ist die Arteria hepatica. Genau, die versorgt die Leber und die Vena portea ist das Funktionsgefäß der Leber. Ja, passt. Ja, ich bin manchmal, wenn ich so
Wenn ich dann selber hinterfrage, was ich gerade rede, dann Sie kennen das, das passiert Ihnen auch. So, okay. Gut. Am Magen haben wir dann also hier dann an der kleinen Kurvatur genau das Ligamentum epigastricum. An der großen Kurvatur haben wir welches Band? Das Ligamentum gastrocolicum. Und dann kommt das Omentum majus, was darunter kommt. Was ist denn das Omentum majus, Leute? Die Verlängerung der Bursa omentalis. Da ist die Bursa omentalis quasi nach Caudal gewachsen und die Blätter sind verklebt. Ja? Habe ich euch in der Vorlesung erklärt. Okay. Schaut euch das bitte in situ an. Ihr kriegt genau das, diese Vorstellung muss man haben. Welches Organ liegt denn hinter meinem Finger, wenn ich mit dem Finger in der Bursa omentalis bin? Das Pankreas. Genau, wir hatten die Vena cava vorhin und dann haben wir das Pankreas noch. Okay? Gut. Jetzt klappen wir dieses schöne Omentum majus hoch. Dann haben wir wieder das Querkolon. In der Mitte der Pars infracolica haben wir die Darmschlingen vom Dünner. So, jetzt suchen wir uns erstmal das Duodenum. Das heißt, an irgendeiner Stelle taucht das Duodenum wieder auf. Das heißt, das Duodenum ist der erste Abschnitt des Dünndarms, der sekundär retroperitoneal liegt. Die Begriffe bitte nacharbeiten. Und dann kommt es wieder nach intraperitoneal und Sie sehen hier Plicae und Rezessus. Okay? Und dann haben wir das Jejunum mit den hohen Plicae circularis und dann kommt das Ileum. Und Jejunum und Ileum hängen am Mesenterium. Da. Das ist die Radix mesenterii. Wenn ich hier abschneide, habe ich ungefähr 12 bis 14 cm. Hier habe ich dann Meter oder mehr, weil der Dünndarm ist ja 7 Meter lang oder 6 oder 5. 4 bis 6. Ja, bei mir sind die alle. Ich habe also mehr, ich habe längere Därme, hat man mir gesagt. Ja, ich bin ein Fleischesser, aber ganz im Kurzen. Meinen Sie, das liegt am nur so viel Gras? Nein. Zu den Wiederkäuer erzähle ich nicht. Hier seht ihr jetzt das Mesenterium, ja? Wenn ich da abschneide, was liegt dahinter? Was liegt sicher in der Mittellinie dahinter? Schwach. Einfach denken. Einfach denken. Was liegt dann im Retroperitonealraum in der Mitte? Zeitlich. Die Aorta, also die Gefäße, ja? Die Aorta und die Aufzweig, kann man alles tasten, Leute. Genau das müsst ihr, deshalb mache ich das auch. Und das ist jetzt nötig, nicht wenn ihr alles rausgerupft habt. Dann ist weg, ja? Ich meine, wenn ihr nachher im OP assistiert, was glauben Sie, was schöne Erlebnisse einer Anatomin sind? Wenn der Chirurg aus Berlin anruft, Frau Fritsch, ich muss Ihnen sagen, ihr bildet die Leute toll aus in Innsbruck. Ich hatte gerade eine Formulantin, die war die Einzige, die während des OPs wusste, wo was ist im Bauch. Das ist Qualität in der Lehre. Ja? Nicht Kreuzchen machen bei der KMP. Okay. Na, es ist so. Das sind wahre. Ich erzähle keinen Blödsinn. Ich erzähle das, was ich erlebt habe. So. Jetzt gehen wir mal zum Ende vom Ileum. Da mündet das Ileum end zu seit in das Caecum. Also hier beginnt der Dickdarm. Das ist der eigentliche Dickdarm. Der ist mobile oder nicht. Oder fix. Und am Caecum hängt die Appendix vermiformis. Ganz lehrbuchmäßig hier. Ja? Da beginnt der Dickdarm. Was sind die Charakteristika des Dickdarms? Die Haustren, die Tänien und die Appendices epiploicae. Auch das ist hier schön. Also die Verfettung ist noch, Sie werden andere Bäuche haben, wo wir mehr Verfettung haben. Das ist normal. Ja? Und wir haben dann das Colon ascendens bis zur rechten Kolonflexur, das Colon transversum bis zur linken Kolonflexur. Dann kommt das Descendens und dann kommt das asige Sigmoid. Das ist ein unangenehmer Darmteil, das Sigmoid. Ja? Die Kolonflexuren, die neigen dazu, Luft zu sammeln. Das hat jeder von uns schon mal erlebt. Aber das Sigmoid, was? Er isst ja nur Fleisch. Ein paar Körner in die Nahrung tun. Das Sigmoid sieht man hier schon, dass da doch intraabdominelles Fett ist.
Und beim Sigmoid werden Sie selten sehen, dass das noch schön aussieht, wenn die Leute älter sind. Das fängt, da fangen diese Veränderungen dann an und innen drin haben wir die Divertikel, also die retrograde Ausstülpung der Darmwand. Also die Darmwand stülpt sich in sich aus und die Dinger können sich entzünden. Dann verschwindet der Darm in Richtung Becken und geht ins Rektum über. Ab okay. dem 60. Lebensjahr bei über 70%. Was? Beginnende Sigmodivertikulitis. Divertikel, die Entzündung der Divertikel ist dann die Itis. Ich glaube, das reicht erstmal. Also Peritoneal. Was? Beckensitis, weil man dann Uterus. Ach, Beckensitis, ja. Soll ich, Entschuldigung. Nur schnell grob. Ja, aber dann brauche ich ja erstmal noch eine Schere oder ein Messer. Kann mir mal gerade schnell einer. Nein. Wenn nur einmal. Wir können nur den. Na, kann das Peritoneal. Ja. Die Blase. Wir heben es nur an. Die zwei. Ich sag Ihnen. Das ist wie meine Kinder, die sagen auch immer, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Also die Rollen verändern sich irgendwann wieder, das ist furchtbar. So, das ist das Rektum, verschwindet im Becken. Was sehen wir noch? Den Uterus, der liegt hier. Das heißt, ich bin hier mit meinem Finger in der Excavatio recto uterina. Das heißt, diese Organe liegen jetzt subperitoneal. Seitlich sehen wir, kann man nicht das Peritoneum da mal in der Mittellinie aufschneiden, ohne das dass geht. Ihr, ja, dann kann ich das auch zeigen. Bitte. Aber jetzt sehen wir schon offen, Schwanz. Der Hermann macht das anders, aber ist gut, okay. Ist nicht schneiden. Ich bin so frei und hebe jetzt, ihn vor. Hier seht ihr den Uterus mit dem verstrichenen Fundus, verstrichen deshalb, weil die Frau ist schon älter, die braucht ihn nicht mehr. Und da sind dann die Tuben, die Tuba uterina, und irgendwo dahinter taucht dann das Ova auf. Da ist ein Ova. Ja? Und die Fimbrien. Mit den Fimbrien, ja? Der Trichter, wie ich euch gesagt habe, der wie so ein Wischmopp über das Ova drüber geht. Schwupp, schwupp. Schrupp, schrupp. So. Darf ich aber nicht sein. Da gab es doch mal eine Serie. Okay. Und dann kommen wir vom Uterus auf die Harnblase. Hier ist die Harnblase. Da ist die Facies superior der Harnblase. Hier ist der Apex. Ja? Und geht in die Plica umbilicalis mediana über. Und das ist dann die verstrichene Excavatio vesico-uterina. Die hängt also ab vom Füllungszustand der Organe. Okay? Reicht Ihnen das jetzt? Dankeschön.